So, ihr habt gerade hier noch ein Blättchen eingesammelt von den Blumen, die es gerade gab, die verteilt wurden. Das ist das Schnäpschen aus Brasilien. Und, schmeckt? Ja, es gleitet über die Zunge. Okay, okay. Mal gucken, ob ich noch was abkriege. Es ist vorbei, wir haben es geschafft, ne? Und Sie haben heute moderiert. Ja, was ich gern getan habe, denn ich habe das Entstehen des Uranium Film Festivals miterlebt. Und wir haben einmal den Nuclear Free Future Award, den ich mit Freunden gegründet habe, den haben wir einmal ausfallen lassen und haben stattdessen das Uranium Film Festival nach München geholt. Und da war Norbert auch dabei? Ja. Okay, also ihr seid lange Freunde und Mitstreiter? So ist es. Okay. Und diese Diskussion, die wir gestern in der Kneipe hatten, was ersetzt den Begriff Oscar, ging eben in die Richtung, das Uranium Film Festival leistet eine, wie soll man sagen, es leistet einen großen Beitrag im Nicht-Vergessen. Ja. Denn die Dinge, nicht nur, dass wir sie nicht erfahren, ja, das ist die eine Geschichte, und wenn wir sie wissen, sind sie schnell wieder vergessen, weil etwas, was uns den Tag versaut, ja, das behalten wir ja nicht unbedingt im Kopf. Es sei denn, es ist, drängt es wieder es weg, ist der Leidensdruck persönlich, dann ja. Aber es ist ganz wichtig, dass das Atomzeitalter beendet wird. Ja. Und wir Menschen haben es begonnen, also ist es an uns allen, es auch wieder zu beenden. Und das Wie ist die große Frage. Aber das Uranium Film Festival hilft uns dabei. Und, wie war die Stimmung? War ja relativ voll, die ganzen Vorstellungen? Ja, also ich bin ja nicht von Anfang an dabei gewesen, aber als ich in das Festival reintrat, habe ich gemerkt, Mensch, da ist ein Schritt passiert. Ja? Es ist nicht mehr die kleine Grassroot-Geschichte, die jetzt sich nach oben kämpft, sondern es ist oben angelangt. Und mit oben meine ich, es ist einfach ein Format erreicht, das nötig ist, um die Menschen zu erreichen. Gibt es einen Film, den man mal aussucht, also jetzt gab es ja Preise, aber generell, der dir am Herzen lag, wo du sagst, das war so, das hat mich am meisten beeindruckt. Naja, kann man das machen? Mich beeindrucken diese kleinen Kurzfilme, diese Animationsfilme. Denn ich denke, die Künstler sind gefragt in, in diesem Thema. Ich meine, die ganzen Dokumentationen sind Pflicht. Die müssen absolviert werden. Aber der japanische Nuclear Kettle, der geht neben die Mainstream. Und das berührt einen. Und bin froh, dass die sich hier entschieden haben, jetzt den Nuclear Kettle auszuteilen. Ja. War auch ein Film, der mich schwer beeindruckt hat, weil mich diese Tierliebe schon fast irritiert hat. Ich dachte, was für Narren, bis ich dann auch drüber nachdachte, dass sie vielleicht gar keine Narren sind. Und das hat, diese Geschichte hat mich sehr... Und es war auch war ein harter Film, weil wir haben ja auch viel Tod gesehen. Ja. Aber ich diese Liebe, und ich kann mich an einen anderen Film erinnern, wo es um die alte Frau ging, die wieder zurückgegangen ist in Tschernobyl, in die Zone, und sagte, ach, mir geht's gut, ich habe keine Sorgen und ich lebe wie immer und wie meine Vorfahren gelebt haben. Auch die hat mich sehr beeindruckt in ihrem Kontra oder in ihrer Art, wie sie sich eingerichtet hat. Und natürlich die Natur, da wo die Filmer hingegangen sind, die zerstörte aber auch die schöne Natur und auch diese Menschen. Das war sehr beeindruckend. Naja, und die Medien sind ja hier keine zuverlässigen Partner. Wenn keine Katastrophe, no news. Etwas, eine ständige Bedrohung ist keine Geschichte. Ja. Und drum ist dieses jährliche Uranium Film Festival notwendig, um gegen das Vergessen anzuarbeiten. Und die Updates. Wir haben ja, auch immer wieder neue Updates, Erkenntnisse. Natürlich, ja, ja. Nein, es ist wirklich aufregend, auch die Filmemacher kennenzulernen. Was treibt die an? Und die riskieren ja auch alle was. Ja. Es ist ja nicht so, dass... Niemand beauftragt die, was zu machen. Der Franzose hat ja auch ein bisschen erzählt, wie schwierig das ist mit der Regierung. Ja. Also es ist schön zu sehen, dass das jetzt seinen Platz in Berlin hat. Genau. Ja. Genau. Noch irgendwas? Weil dann sind wir schon am Ende. Es ist so viel. Es ist doch erstmal glücklich und zufrieden und satt. Ne? Ja, ja. Aber wir haben es mit einer Technologie zu tun, die keine Fehler erlaubt. Und das ist das Hauptproblem, denn wir machen Fehler, wir lernen durch Fehler und dann kreieren wir etwas, was keine Fehler erlaubt. Da ist ja die Katastrophe schon eingebaut. Genau, genau.
Ja, dann sind wir, glaube ich, durch. Ja. Und nächstes Jahr geht's wieder los. Schön. Ja, tschüss. Alles klar.